Guten Morgen. Weil ich Bücher gerne fertig lesen möchte, stelle ich jetzt einfach mal die Eieruhr auf 35 Minuten oder 45 Minuten. So, und dann wende ich mich dem Buch EUR leicht gemacht. Die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis zu. Und in drittens Geschäftsvorfälle. Bin ich angekommen bei der Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Und es geht um nicht abziehbare Schuldzinsen aufgrund von Überentnahmen. Und es gab Fall 69, den eingeschränkten Schuldzinsabzug, und jetzt kommt Fall 70. Es gibt eine ganze Reihe Fälle. 71, 72, der Freibetrag beim Schuldzinsabzug. Fall 70, der Freibetrag beim Schuldzinsabzug. Wie wäre der Sachverhalt zu beurteilen, wenn nur Zinsen in Höhe von 6.000 Euro angefallen wären? Die im Jahr bezahlten Schuldzinsen sind um einen in Klammern frei, Klammer zu Betrag von 2050 Euro zu kürzen. Schuldzinsen 6000 Euro minus 2050 Euro Freibetrag, und dann verbleiben 3950 Euro. 3950 Euro verbleiben an nicht abziehbaren Schuldzinsen. Dieser Freibetrag hatte im Fall zuvor keine Auswirkungen, weil der Schuldzinsbetrag bei über 6.000 Euro liegt. Das wird hier auch noch erläutert. So. Dann bin ich angekommen bei Fall 71, die jahresübergreifende Betrachtung der Überentnahmen. Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn er im Vorjahr einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro, Entnahme von 50.000 Euro und eine Einlage von 20.000 Euro erzielt hätte? Dann gibt es eine Entnahme, einen Gewinn und eine Einlage, und dann gibt es eine Unterentnahme von 70.000 Euro. Das ist der Gewinn, das ist die Entnahme minus dem Gewinn und die Einlage, das sind 70.000 Euro. Im Vorjahr kam es zu einer Unterentnahme in Höhe von 70.000 Euro. Diese Unterentnahme ist gesondert aufzuzeichnen und vorzutragen. Im Jahr davor gab es eine Überentnahme von 100.000 Euro, und dann gab es eine Unterentnahme, oder nee, im aktuellen Jahr gab es eine Überentnahme von 100.000 Euro, dann gab es eine Unterentnahme, und dann gibt es immer noch eine Überentnahme von 30.000 Euro verzinst mit 1.800 Euro. In diesem Fall sind nur Zinsen in Höhe von 1.800 Euro abziehbar. Und so wie ich das verstehe, greift dann auch der Freibetrag in Höhe von 2050 Euro, und man liegt unter dem Freibetrag. Deshalb ist es wichtig, dass man ab und zu bei so einem Modell eine Unterentnahme erzielt, also dass da Geld übrig bleibt. So. So. Ich habe heute Morgen noch nicht gesungen, deshalb. Trinke ich ein bisschen mehr Kaffee. Ich mache gerade Teewasser warm, und dann kann ich auch mein Gewerkschaftslied singen. So. Fall 72.
Die Überentnahme des Vorjahres. Was denken Sie? Was wäre, wenn im Vorjahr eine Überentnahme von 80.000 Euro mangels Zinszahlung bisher nicht berücksichtigt wurde? Auch diese Überentnahme des Vorjahres ist vorzutragen. Aktuelles Jahr. Überentnahme aktuell 100.000 Euro. Überentnahme Vorjahr 80.000 Euro. Das sind 180.000 Euro mal 6% sind 10.800 Euro. In diesem Fall sind Zinsen in Höhe von 10.800 Euro nicht abziehbar. Zu gut Deutsch, wenn man in die Überentnahme rutscht, dann ist ganz schnell Essig im Unternehmen. Die reden hier nicht von Insolvenz, aber man sollte dann schon mal gucken, ob es nicht soweit ist. So, gleich endet die Lektion 13. Ich starte ein ganz schnell neues Video und lese mit Lektion 14 weiter. Leitsatz 21, der eingeschränkte Schuldzinsabzug. Schuldzinsen sind nur voll abziehbar, wenn keine Überentnahme getätigt wurde. Überentnahmen entstehen, wenn die Summe aus Gewinn und Einlagen niedriger ist als die Summe der Entnahmen des Jahres. Über- und Unterentnahmen der Vorjahre sind in die Berechnung einzubeziehen. Die Unterentnahmen sind fiktiv mit 6% im Jahr zu verzinsen. Der eingeschränkte Zinsabzug greift nur, wenn die Zinsaufwendungen höher als 2050 Euro Freibetrag im Jahr sind. Zinsen zur Finanzierung von Anlagevermögen sind stets voll abzugsfähig. Jetzt kommt ein Steuertipp. Steuertipp: Manchmal hilft eine Geldeinlage zum Jahresende, um Überentnahmen zu vermeiden. Wo auch immer das Geld herkommt. So. Leitsatz 22. Ich darf, glaube ich, nur 3.500 Euro im Bar hier einlagern. So. Leitsatz 22, die Einteilung der nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Nicht abziehbare Betriebsausgaben werden unterschieden in Ausgaben mit teilweisem Abzugsverbot, Bewirtungsaufwendungen, Verpflegungsmehraufwendungen, Geschenke in Klammern oder Angaben mit vollständigem Abzugsverbot, Gewerbesteuer, Parteispenden. Die teilweise abziehbaren Betriebsausgaben werden wiederum unterschieden in Ausgaben bis zu einer bestimmten Höhe, die bis zu einer bestimmten Höhe abziehbar sind, in Klammern zum Beispiel Bewertungsaufwendungen, in Klammer zu, und Ausgaben, die, wenn eine bestimmte Höhe überschritten wird, komplett nicht abziehbar sind, in Klammern Geschenke, Klammer zu. So, und jetzt kommt die Großübersicht 21. Und damit schließt Lektion 13, die ist wirklich ein bisschen größer. Und dann geht es weiter mit Lektion 14, sonstige Steuern, die ist zum Glück nicht ganz so lang. So. Großübersicht 21, Überblick nicht abziehbare Betriebsausgaben. Auf der linken, das ist hier eine Tabelle. Da gibt es zwei Spalten, eine Spalte und eine zweite Spalte. Ich kann das mal gerade in die Kamera zeigen. Da, hier, auf der Seite. So. Auf der linken Spalte oder über der linken Spalte steht Bezeichnung der nicht abziehbaren Betriebsausgaben und in der rechten Spalte steht die steuerliche Auswirkung. So.
Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner, die steuerlichen Auswirkungen. Geschenke kleiner gleich 35 Euro pro Jahr pro Geschäftspartner, die sind voll abziehbar. Geschenke größer 35 Euro pro Jahr pro Geschäftspartner sind nicht abziehbar. Das gilt also pro Geschäftspartner. Das ist in dem Text vorher noch nicht so deutlich geworden. So. So, Aufwendungen für Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass würde ich verstehen. Von und dann der Dativ, von und Akkusativ. Von und Akkusativ klingt so ein bisschen, als ob man Adeligen nur eine Batterie in den Arsch schieben müsste. So. Ich sag mal besser nichts mehr zu diesem Buch. So. Aufwendung für von Personen aus geschäftlichem Anlass. Deutsch schwer, auch für Finanzbeamte. Weißt du, ich habe Deutsch Integrationskurs. Ich habe vorher nichts Deutsch richtig und dann Deutsch Integrationskurs. Ich war klein, habe Deutsch Integrationskurs. Ich kenne Dativ und ich kenne Genitiv. Des Fahrrads Platten. Ist, wenn du in der DDR Haus montierst und mit dem Fahrrad kommst und Platten im Anhänger mitbringst, Fahrradanhänger. Aufwendungen für Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass. Die steuerlichen Auswirkungen, wenn alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind und die Aufwendungen angemessen sind, dann ist das abziehbar zu 70%. Ansonsten ist das nicht abziehbar und das ist Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes. Aufwendungen für Gasthäuser außerhalb der Betriebsstätte und nicht für Personal verwendet. Die steuerlichen Auswirkungen. Die sind nicht abziehbar. Aufwendungen für Jagd, Fischerei, Segeljacht, Motorboote und damit zusammenhängende Bewirtung, die sind nicht abziehbar. Ich wollte einen reinen Schifffahrtschein machen, wahrscheinlich muss ich ein Binnenschifferunternehmen gründen. Das Boot ins Anlagevermögen bringen und auf dem Boot Videos drehen und was transportieren. Eine Kiste Grolsch nach Köln zum Beispiel. Muss ich nur einen finden, der mir für 2 Euro die Kiste Grolsch abkauft. So. Verpflegungsmehraufwand. Den Rhein-Schifffahrtschein kann man, glaube ich, in Bensberg machen. Früher war das so. Verpflegungsmehraufwand, die steuerlichen Auswirkungen, abziehbar sind die gesetzlichen Pauschbeträge, 24 Euro, 12 Euro, 6 Euro im Inland. Bei Pauschalbesteuerung verdoppeln sich die Sätze, kein Abzug der tatsächlichen Kosten, das ist Beschluss 4, Absatz 5, Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes. So. Jetzt. Von einem Gericht oder Behörde verhängte Geldbuße, Straf- oder Verwarnungsgelder, wenn diese nicht nur die Wiedergutmachung eines Schadens betreffen. Die steuerlichen Auswirkungen, diese sind nicht abziehbar. Zum Beispiel das Parkknöllchen auch bei Betriebsfahren. Das ist Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 8 des Einkommensteuergesetzes. Zinsen auf unterzogene Steuern, die steuerlichen Auswirkungen, diese sind nicht abziehbar. Das ist Beschluss 4,
Absatz 5 Nummer 8a des Einkommensteuergesetzes. Und dann gibt es Schmiergeldzahlungen, die steuerlichen Auswirkungen sind. Diese sind nicht abziehbar. Das ist Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 10 des Einkommensteuergesetzes. Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte, warum auch immer da irgendwie was dahinter ist. Die steuerlichen Auswirkungen, diese sind abziehbar. Abziehbar sind diese mit 30 Cent, Eurocent, Entfernungskilometer je Tag, darüber hinaus nicht abziehbar. Und das sind die Entfernungskilometer, nicht die Fahrtkilometer, das heißt, man muss das Ganze durch zwei teilen. Das ist der Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes. Dann gibt es die Gewerbesteuer und Nebenleistungen, die sind nicht abziehbar. Das ist Beschluss 4 Absatz 5b des Einkommensteuergesetzes. Parteispenden sind ebenfalls nicht abziehbar. Beschluss 4 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes. Die Zinsaufwendungen, die sind, da gibt teilweise ein Abzugsverbot für Überentnahmen. Das ist Beschluss 4h des Einkommensteuergesetzes. Da gab es die ganzen Rechenbeispiele zu. Da gibt es auch einen Freibetrag zu. Und einen festen Zinssatz. Dann gibt es Beteiligungserträge. Da gibt es das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Das ist Beschluss 3c des Einkommensteuergesetzes. Dann gibt es Umsatzsteuer auf Entnahme und sonstige nicht abziehbare Betriebsausgaben. Diese sind nicht abziehbar. Das ist Beschluss 15 15 Absatz 1a des Unternehmenssteuergesetzes. Hier gibt es ein Glossar, da kann man die Abkürzung nachgucken. USD Umsatzsteuergesetzes. So, ich bin kein Steuerrechtsempfänger. Also Umsatzsteuer auf Entnahmen und sonstige nicht abziehbare Betriebsausgaben, das ist Beschluss 15 Nummer Absatz 1a des Umsatzsteuergesetzes. Und dann gibt es strafrechtlich relevante Geldstrafen, die sind nicht abziehbar. Das ist Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 10 des Einkommenssteuergesetzes. So. Damit schließt Lektion 13. Ich mache ganz schnell weiter mit Lektion 14. Dazu drücke ich einmal auf den roten Knopf und dann drücke ich nochmal auf den roten Knopf und dann geht es direkt weiter. Ihr erkennt das an der Uhr.